Seit Anfang 2014 haben die Ermittlungsbehörden einen deutlichen Anstieg von Falschgeld festgestellt. Dies führen sie darauf zurück, dass im Darknet, dem versteckten Internet, immer mehr Angebote für Falschgeld festgestellt werden. Am Mittwoch durchsuchten die Ermittler nun 16 Wohnungen von Falschgeldbestellern in Bayern, darunter auch zwei in München. Das Falschgeld, nachdem wir gesucht haben, wurde vermutlich in Italien hergestellt. Es ist von einer sehr hohen Qualität. Es wurde im Offset-Druckverfahren gemacht, also schon Profi-Qualität, nicht einfach so am Farbcopierer versucht. Es handelt sich dabei meistens um 20- und 50-Euro-Scheine. Das ist einfach auch das, was man in Deutschland und auch in Bayern natürlich am allermeisten findet und was auch am meisten angehalten wird. Die Qualität der Blüten reicht von mittelprächtig. Beispielsweise würde sich bei einem echten Schein die Farbe des Nominalwertes beim Kippen ändern, bis zu fast perfekt. Bei diesem 100-Euro-Schein ändert sich das Hologramm wie bei einem echten Schein. Entsprechend sind auch die Preise, die für Blüten gezahlt werden müssen. So findet sich im Darknet unter anderem folgendes Angebot: 100-Dollar-Noten für 2,50 $. Laut Experten reichen die Preise eigentlich von 10 bis 50% des Nominalwertes. Also im Grunde genommen handelt es sich im Darknet um Shops. Man kann das wie in großen Internetkaufhäusern sich vorstellen. So schaut das auch aus mit Bewertungssystemen, mit allem drum und dran. Und man kann hier illegale Sachen bestellen. Und wenn man die kriminelle Energie hat und sich dessen auch bewusst sein muss, dass es hohe Haftstrafen für diese Sachen gibt, dann kann man sich auch hier Falschgeld kaufen. Man bezahlt natürlich deutlich weniger als den Nennwert, bekommt dann die Ware geliefert und dann muss man das Geld noch irgendwo ausgeben. In den beiden Münchner Wohnungen konnten geringe Mengen Falschgeld gefunden werden. Nun müssen die beschlagnahmten Computer und Speichermedien untersucht werden, um den Tatverdächtigen das Bestellen und Verbreiten von Falschgeld nachweisen zu können. Wenn ich mir Falschgeld beschaffe, sind wir im Verbrechen der Geldfälschung. Das Verbreiten von Falschgeld bedeutet ja eigentlich, ich habe unwissentlich Falschgeld bekommen und bringe das dann absichtlich in den Verkehr. Aber wenn ich weiß, dass ich Falschgeld bestelle, dann bin ich nicht mehr im verbreiteten Tatbestand, sondern bin ich bei einer Geldfälschung. Das Darknet als verstecktes Internet bereitet den Sicherheitsbehörden immer mehr Probleme. Während vor Jahren viele nicht wussten, wo und wie sie an Falschgeld, Drogen oder Waffen gelangen können, reichen heute ein paar Klicks und man befindet sich im Darknet, dem Shoppingparadies für Verbrecher. Dabei begann alles eigentlich ganz sinnvoll. Darknet wurde ja erfunden, um in Staaten mit totalitären Regimen einfach auch im Internet surfen zu können und hier Meinungen kundzugeben, dass man sonst nicht könnte. Aber durch diese ganze Verschlüsselungstechnik und diese Verschleierungstaktik der Herkunft ist es natürlich sehr schwer rauszubekommen, wer steckt denn hinter diesen tatsächlichen Adressen. Das ist eigentlich im Darknet fast unmöglich. Im Falle einer Verurteilung drohen den tatverdächtigen Falschgeldbestellern Freiheitsstrafen nicht unter einem Jahr.